Hallo. Hey. Ich bin überhaupt nicht fertig hier. Ich habe noch nicht mal angefangen. Hallo. Doch, alles so. Hallo. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist Katja. Katja ist schon groß und kommt jetzt bald in die Schule. Heute ist der schönste Tag ihres Lebens. Ja, denn mein Papa ist endlich wieder bei uns. Wir sitzen auf einer Bank in Omas Garten. Ich zeige Papa meine Zeichnungen und ich erzähle ihm, wie ich ohne ihn seit jenem Tag gelebt habe. Seit ihrem Geburtstag nämlich. Das ist schon sehr lange her. Ja, der ganze Sommer und noch einen Monat sind seitdem vergangen. An jenem Tag wurde ich 6 Jahre alt. Ich möchte euch kurz meine Familie vorstellen. Papa. Hallo. Papa ist Atomingenieur. Er arbeitet manchmal tagsüber und manchmal nachts in seinem Reaktor. Mein Papa ist sehr klug und weiß wirklich alles. Auf dem Fischmarkt.
8 Uhr. Ja, danke, dass du mir diese Frage stellst, Katjuscha. Also na gut, ein Reaktor ruft am Licht an. Also ein, na gut, ein Reaktor, auch Atomreaktor, Atomkraftwerk, Atommeiler oder veraltet, ja genau, Atombrenner genannt, ist eine Anlage, in der eine Kernspaltungsreaktion kontinuierlich im technischen makroskopischen Maßstab abläuft. Weltweit verbreitet sind solche Reaktoren auch Kernkraftanlagen, in denen durch die Spaltung von Uran und Plutonium zunächst Wärme. Ja, nur noch zu, Katjuscha, so kompliziert kann es doch alles gar nicht sein. Also ein Reaktor, auch Atomreaktor, Atommeiler, Atombrenner oder Atomkraftwerk genannt, das ist eine Anlage, in der eine Kernspaltungsreaktion kontinuierlich. Mikrowellen. Sterne. Unsere Sonne ist ja bekanntlichermaßen ein Stern. Ja, und solch ein Reaktor ist so eine Art künstliche Sonne. Ja, eine künstliche Sonne, die der Mensch unter der Erde versteckt hat. Ja, diese künstliche Sonne erfüllt alle Aufgaben, die unsere echte Sonne auch erfüllt. Ja, sie spendet den Menschen Wärme und Licht und Energie. Aber Papa, warum ist diese künstliche Sonne unter der Erde? Ist es da nicht viel zu dunkel? Das ist ganz einfach, Katjuscha. Diese künstliche Sonne ist unter der Erde, damit man sie besser steuern kann. Und wer steuert die? Ich natürlich, Katjuscha. Ich drücke ganz schnell und geschwind auf einen Knopf. Schalte diese künstliche Sonne einfach wieder aus. Das ist eine ganz feine Sache. Solch ein Reaktor. So ein Uranstab, der kommt weg. So. Und die echte Sonne? Die echte Sonne? Die echte Sonne. Kannst du die auch ausschalten? Nein, Katjuscha, die echte Sonne kann ich natürlich nicht ausschalten. Das ist ja auch gut so. Die soll nämlich scheinen. An jenem Morgen, meinem Geburtstag, wurde ich sehr früh wach. Mama kam ins Zimmer und gab mir einen Kuss. Katjuscha, räum dein Zimmer auf und warte auf deine Gäste. Ich muss mal schnell weg. Ach ja, alles Gute zum Geburtstag, mein Töchterchen. Ich brauche nicht lang. Ich bin natürlich nicht gleich aufgestanden, sondern noch ein bisschen liegen geblieben, weil Katja zu mir ins Zimmer gekommen war und sich ganz frech auf meine Decke gelegt hatte. Und da wollte ich sie natürlich nicht verjagen. Milch! Wo ist meine Milch? Katjuscha, wo ist deine Mutter? Hat vor 2 Tagen in Edeka Milch gekauft. Wo ist sie jetzt? Wir sind dann aber doch aufgestanden. Ja, ich habe mich gewaschen und mich ganz alleine angezogen. Und gleich sollte Papa von der Arbeit wiederkommen. Ja, und ich hatte, wie es schien, meine Milch schon ausgetrunken. Katja räumte ein wenig auf. Was? Ja. Und dann begann das große Warten. Gracias.
dann begann ich aus dem Fenster zu schauen. Katja liebt unseren Garten. Ja. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn ich will, kann ich ihn in einen Zaubergarten verwandeln. Ich habe so ein Glasstück. Papa sagt, es ist aus einem Fotoapparat, aber in Wirklichkeit ist es ein Zauberglas. Das weiß ich. Wenn man da durchschaut, wird alles ganz anders. Die Häuser. Wütend.
im Feuer seinen Steuerknopf repariert hatte und darin mir und Mama und ganz vielen anderen Leuten das Leben gerettet hatte. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht! Sie zog mir eine Jacke an, obwohl es warm war draußen, und dann sagte sie zu mir: Wir fahren jetzt sofort zur Oma. Und Papa? Der kommt später nach. Und meine Geburtstagsgäste? Die fahren auch alle weg. Ja, das ist ja ein super Geburtstag! Wollte ich noch sagen, aber als ich sah, wie aufgelöst Mama war, beschloss ich lieber den Mund zu halten. Katja holte ihr Glasstück. Nahm mich, Katja, auf den Arm und wir stürmten aus dem Haus. Draußen schien die Sonne. Alles war wie immer. Aber alle Leute rannten irgendwo hin. Und es fuhren viele Feuerwehrautos und Militärautos herum. Und Mama zog mich an der Hand und Katja war so schwer. Aber ich wusste natürlich, worum es ging, also hielt ich still. Auf dem Platz standen viele Busse und Autos mit roten Kreuzen. Und da waren ganz viele Menschen, Bekannte und Unbekannte. So viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Das waren vor allem Mütter mit ihren Kindern und ihren ganzen Habseligkeiten. Und dann waren da auch noch wahnsinnig viele Soldaten. In der Menge sah ich Mischa. Er presste sich an seine Mutter und weinte. Und seine Mutter stand schweigend da und hielt einen Regenschirm über dem Kopf, obwohl es gar nicht regnete. Und dabei machte sie ein Gesicht wie damals Nikolai, als er den Knopf verschluckt hatte. Ja, da stand auch so ein Mann in einer Uniform, der war wahrscheinlich der Anführer oder sowas. Und der brüllte wahnsinnig laut durch so eine Eisenröhre durch. Niemand ist unter das Backo, ich bin der Wanduich, ich bin der Dizzi. Er schrie. Niemanje! Man solle ruhig bleiben. Sondern etwas war groß hier. Es sei nichts Schreckliches passiert. Niemand Mutis. Und man müsse jetzt die Kinder retten. Plötzlich zog mich jemand von hinten am Ärmel. Und als ich mich umdrehte, war es Nikolai. Alles Gute zum Geburtstag, sagte er, und er wollte noch was sagen, aber über dem Platz flog ein Hubschrauber und übertönte alles. Ich schaute hinauf und als ich wieder runterschaute, war Nikolai verschwunden. Da beschloss ich, alles mit dem Zauberglas zu verwandeln, so wie es vorher war. Ihr Kind mit der Katze da, mit der
Katze darf man hier nicht rein! Mit der Katze darf man hier nicht rein! Und dann erzählte sie noch etwas von einer Radioaktivität. Da begann Mama der Frau aber mal was zu erzählen und ich hielt Katja die Ohren zu, damit sie solche Dummheiten nicht hören musste. Aber ich hatte schon verstanden. Ich kann nicht mit Katja. Ich darf nicht mitfahren. Ich darf hier nicht rein. Katja darf hier nicht rein. Ich kann nicht mit. Ich wand mich frei, sprang auf die Erde und mit hoch erhobenem Schweif ging ich zurück zu meinem Haus. Sie haben sie gekränkt, schrie ich die Frau an. Dann bleibe ich auch hier. Katja, wir kommen auf jeden Fall wieder zu ihr zurück. Katja, wir kommen auf jeden Fall zurück, sagte Mama und nahm mich auf den Arm wie ein kleines Mädchen. Ja, sagte ich. Ich bin doch keine Heulsuse. Nee. Du bist keine Heulsuse. Nee, ich bin keine Heulsuse. Ich schaute Katja nach, die auf dem Vordach unseres Hauses saß. Thank you.
als 1 mit einer Verspätung von etwa 10 Minuten fährt ein der Sonderzug nach Minsk. Dann kamen wir in einen Bahnhof. Auf als 1 mit einer Verspätung von etwa 10 Minuten fährt ein der Sonderzug. Da waren noch mehr Menschen als auf unserem Platz. Warten Sie mal, dann kam das Verspätung. Papa? Papa! Papa! Aber mein Papa war wieder nicht dabei. Alle schrien herum und drängelten sich. Eine Frau fiel sogar in Ohnmacht und man trug sie weg. Ich kannte wieder keinen Menschen. Es herrschte ein schreckliches Durcheinander. Mama und ich sind dann die ganze Nacht und den ganzen Morgen mit dem Zug gefahren. So eine Sehnsucht nach Papa und Gott, ja.
gewohnt haben, ist jetzt die Zone. Das ist so ein unbewohnter Ort, wo Menschen nicht mehr leben können und deswegen lässt man niemanden mehr dorthin. Katja sitzt die Herrin dieser Zone. Sie wird dort nicht verhungern, weil sie ja zu Hause ist. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wo meine Freunde jetzt sind, das weiß ich nicht. Katjuscha! Katjuscha! Ah, Katja, Mensch, alles neu hier, alles. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich lag in einem Krankenhaus weit weg von hier und das sehr, sehr lange. Ja, den ganzen Sommer hindurch. Ja. Papa hob mich hoch und küsste mich. Katja hat einfach nur gelacht. Und er hat mich immer wieder an sich gedrückt. Ach, die Mama plötzlich an zu weinen. Ach, Papa ist so fröhlich. Aber seine Augen sind traurig geworden. Ja, und mein Bart, der ist ganz weiß. Komm, Katjuscha, pass mal an. Pass mal an, komm. Der ist so weiß wie der von dem Müller in dem Bilderbuch. Ja, vom Müller im Bilderbuch. Überhaupt haben wir ja großes Glück gehabt, dass Papa am Leben geblieben ist. Ja. Nach der Katastrophe sind viele Menschen gestorben. Oder sind sehr krank geworden. Papa hat mir ein großes, glänzendes Paket mitgebracht. Ach ja, Katjuscha, ich habe dir ja noch überhaupt nichts zum Geburtstag geschenkt. Also pass auf, ich habe hier etwas für dich, das ist eine ganz feine Sache. Ich kann es selber nicht genau beschreiben, aber ich fange jetzt einfach mal an. So, wir haben hier etwas, das ist, glaube ich, aus Leder. Naja, ist ja ganz egal. Hier haben wir etwas, das nennt man, glaube ich... Also in dem Paket war eine Katze, genau wie meine Katja. Ja, nur eben nicht ganz echt. Aber ich verstand schon. Papa wollte mich damit trösten und deswegen habe ich auch Danke gesagt. Ach, Katja. Und dann haben wir uns in Omas Garten gesetzt. Und ich kann nicht so nett. Katja. Es wurde Abend. Die Sonne war schon halb in der Erde versunken. Papa? Ja? Wirst du wieder so eine künstliche Sonne mit einem Steuerknopf bauen? Ja. Nein, natürlich nicht, Katja. Weißt du, ich glaube, die echte Sonne kann man durch nichts ersetzen. Weil sie die echte ist? Das denkst du doch auch, oder? Ich schmiegte mich an Papa und antwortete gar nichts. So saßen wir zusammen. Bis Mama kam und uns zum Essen rief.